Ja, herzlich willkommen bei einem Video, diesmal gar kein Interview, sondern ich möchte gern meine neuen Ski- und Wanderstücke einmal vorstellen, so nach einer Woche Skifahren, ein paar Worte dazu. Ja, ich bin der Firma Nuoflex treu geblieben. Ihr wisst, das sind meine Stativhersteller und die bieten einen Wanderstock an, nämlich den sogenannten Kulleg Walk 3, der ein zusammenlegbarer Stock ist. Ich blende dann die technischen Daten nebenbei ein und diesen Stock, der in drei Segmenten besteht, den kann man zusammenschrauben und damit wird er ein vollständiger Skistock bzw. Wanderstock. Oberen Teil des Stockes ist mit einem, Neopren, also mit einem gummierten oberen Teil, wattiert, weich gemacht, ein Haltegriff mit einer Schlaufe dran. Und das Ganze hat jetzt die letzte Woche beim Skifahren ganz gut funktioniert. Einmal musste ich die Segmente nachspannen, die waren irgendwie, sind sie gefühlt lockerer geworden. Das wäre aber noch nicht alles, denn warum ich das hier mache, ist, weil das Ganze hat auch noch einen etwas fotografischen Hintergrund. Nämlich, ich kann den Griff, also den obersten Teil des Stockes, abnehmen. Das ist mit einer Klammer versehen und nicht zum Schrauben. Hier kann ich erstens die Länge des Skistocks verstellen, also hier von 120 bis 140 bzw. 145 cm, dann steht hier Stopp. Aber ich kann den oberen Teil auch ganz abnehmen. Also ohne den Griff. Und nun, das Besondere ist jetzt, dass am oberen Ende des Stockes, also unter dem Griff, ein Stativgewinde versteckt ist. Auf dieses Stativgewinde gibt es das im zweiten Stock gibt es eine mitgelieferte Stabilisationsplatte, also eine Plastikplatte, auf die man jetzt hier die Kamera draufschrauben kann, so quasi als Einbeinstativ. Das Ganze steht mehr oder weniger stabil. Ich kann die Höhe natürlich jetzt nicht verändern, weil der Stock das einfach nicht vorsieht. Also die Kamera jetzt hier auf dem Stativ, auf diesem Einbein angebracht. Ich habe jetzt ganz bewusst auch keinen Neigekopf verwendet, sondern direkt einen Stock, denn ich denke, diese Stöcke sind vor allem auch für Menschen gedacht, die mit besonders leichtem Gepäck reisen möchten. Und dann ist die Frage, ob man den Kugelkopf für diese Aufnahme mit dem Einbeinstativ dann braucht. Ja, selbstverständlich, Hochformat ist jetzt nicht möglich. Aber für waagrechte Bilder, Querformatbilder, da kann ich ja den Stock ein bisschen neigen, wenn es leicht schräg sein soll, aber es sollte ja eigentlich eh waagrecht sein. So, das ist die eine Variante. Die zweite Variante, und das ist das, wo ich glaube, dass da das Ganze noch mehr Spaß macht, ist, es sind natürlich schon zwei Stöcke vorhanden, wenn man damit spazieren geht, und idealerweise wäre natürlich jetzt ein Partner, der auch ein paar Stöcke hat, wo man das dritte Bein verwenden könnte. Ich nutze dazu von meinen leichten Beinen, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Segmente Carbon mit der Nummer, was hat das, C2253. Diese 5 Beine kann ich ausziehen und natürlich dann, oder 5 Teile ausziehen, und natürlich habe ich dann ein drittes Bein. Wofür, zeige ich euch gleich. Drei Beine, die sind jetzt nicht ganz gleich groß, aber fast. Und mit der kleinen Platte, die ich da habe, und ich verwende die meistens für mein Reisestativ, das dann nicht wirklich sehr beweglich ist, aber das Nuoflex Basic Bot, also diese kleine Platte, auch die werde ich dann einblenden. Da kann ich jetzt sowohl das eine Stativbein als auch die beiden Wanderstöcke einschrauben. So muss natürlich die Kamera wieder vom Einbeinstativ herunter. Und damit habe ich dann ein drittes Bein. Jetzt
Netz gibt es natürlich genügend Videos und Anleitungen zum Thema Stativ und welche Stative gut und welche schlecht sind. Dieses hier ist jetzt nicht unbedingt das flexibelste Stativ, denn die Beine von den Stöcken sind jetzt auch in der Höhe nicht verstellbar, stehen aber sehr stabil hier im Schnee. Ganz, ja, eigentlich ist sogar das echte Stativbein wackeliger oder etwas ja, beweglicher, um das so zu nennen, wie hier die großen Stativbeine von den Skistöcken. Was ich jetzt da natürlich drauf tun muss, ist ein Kopf, ein Neiger. Ich habe hier den Ball 30, den ich da jetzt auf dem Basicboard draufschrauben kann. Also auf die Stativschulter kommt jetzt der Neiger drauf. Dieser Ball 30 ist jetzt so das Mittelding zwischen besonders leicht und besonders stabil. Ich glaube 5 Kilo schafft er, das werde ich jetzt im Video danach dann einblenden. Hat jetzt den Vorteil, dass die leichte Schiefe, die das Ganze jetzt hat, weil der eine Stock oder weil das Stativbein ein bisschen kürzer ist wie die Stöcke von den Wanderstöcken, dadurch wird das natürlich ausgeglichen durch den Kugelkopf und da natürlich wieder die Kamera drauf. Und für mein kleines Equipment, also hier die Leica M in dem Fall, ist das eine ausgezeichnete Möglichkeit, auch auf Reisen, wo es da wirklich auf jedes Gewicht ankommt, auf jedes Gramm hier diese beiden Wanderstöcke plus ein zusätzliches Stativbein oder jemanden, der auch die Wanderstöcke besitzt, dann als drittes Stativbein zu nutzen. Ja, also soweit einmal zu diesem Produktvideo. Ja, der erste Versuch eines Produktvideos. Mal schauen, wie es euch gefällt. Gerne auch die Meinungen dazu. Ihr könnt in den Kommentaren hier bei YouTube gerne Meinungen hinterlassen. Ich freue mich darüber, wie es euch gefallen hat und ob ihr glaubt, dass das eine oder andere in dieser Richtung vielleicht auch auf meinem YouTube-Kanal Sinn macht. Danke, bis später.